Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video und auch dem nächsten hier unter der Flagge der ersten Euro Truck Simulator 2 Eventwoche. Ich stehe hier wieder bei der Tankstelle in Linköping und habe mir wieder einen Kaffee geholt. Und ja, ich habe so viel geschlafen, wie es ging. Es gibt nur einen einzigen Auftrag, der wieder von Linköping, wahrscheinlich wieder von Boliden Linköping nach New Boliden in Kalmar geht. Diesmal allerdings auch schon wieder eine neue Fracht, also immer wieder eine andere Fracht immerhin. Drei Fahrten, drei verschiedene Frachten. Und zwar während des Großreifen. Wir schauen uns mal kurz nochmal die Ladung an. So, wie ihr sehen könnt, nur Großreifen 12,1 mal 4,0 mal 3,2 Meter und 20 Tonnen schwer von Linköping nach Kalmar. Selbe Strecke und so weiter und so fort. Kennen wir mittlerweile wieder für 8.992 Euro. Ich hoffe mal, dass es danach mal einen anderen Auftrag gibt. Allerdings, allzu wild ist es ja nun auch wieder nicht. Dann würde ich sagen, fertig zum Losfahren. Motor starten und Abfahrt zur Ladestelle in Linköping von New Boliden. Dann machen wir schon mal die Lampen an. Dann haben wir die Großreifen von Linköping nach Kalmar. Los. Wie sie da mit dem Safety-Stick am Winken sind. So, alles dran. Scheinbar werden noch die letzten Gurte nochmal neu festgezurrt. Sicher, genau. Achtung, du beabsichtigst einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporte wie diese erhalten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. War schon in den letzten beiden Videos zuvor sehr, sehr hilfreich. Richte besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes. Vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fracht zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr. Spurwechselmanöver sehen wie folgt aus. Erst das hintere Begleitfahrzeug in das vordere Begleitfahrzeug und dann der Spezialauftrag ausführende Truck selbst. Befolgst du diesen Regeln nicht, könnte dein Spezialauftrag scheitern. Haben wir jetzt hier nochmal das gute Stück mit den Reifen. Bisschen noch deutlich über Breite. Dann würde ich sagen, wollen wir mal losfahren, ne? Jetzt sind wir mal langsam in Bewegung. Ich finde schade, dass die Lampen da vorne, die rundum leuchten, ein bisschen durch das obere Schutzblech da durchleuchten. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil vielleicht gibt es ja im Volvo FH Tuning Pack auch rundum Leuchten, die dafür ausgelegt sind. Schauen wir mal, dafür muss ich ein paar Level nochmal weiter aussteigen, um das wirklich sagen zu können. So, wir sollen dann gegen 8.12 Uhr dort sein. Schauen wir mal, ob wir das alles hinbekommen. Zeit nicht gesehen. Wie gesagt, dann auf alle Fälle Tag sein, wenn wir ankommen, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Wieder so eine Mischung aus Tag- und Nachtfahrt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Hatten wir schon mal eine Fahrt, die
von der Tag in die Dämmerung führte. Und jetzt haben wir... Biege nach links ab. Da hatten wir eine komplette Tagesfahrt und dann haben wir jetzt nochmal eine Fahrt, die von der Nacht zum Tag wird. So, ich hoffe mal, das Vorderbogenfahrzeug fällt jetzt nirgendwo hier wieder rein. Ja. Okay. Biege nach links ab. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay, wenn der jetzt fährt, dann könnte es eng werden. Okay, sehr schön. Er fuhr nicht, wunderbar. Runter nochmal auf 50. Jetzt geht er jetzt innerorts wieder Richtung, wieder durch Mortala durch. War das Mortala oder war das? Das war Motala, nicht Mortala. Ja, meint. Bei Fehler in der Aussprache könnt ihr mich gerne verbessern. Mit viel Bling Bling geht es hier wieder. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ja, ist ja gut. Geht es hier wieder durch die schwedische Landschaft. Klar könnte ich jetzt, ne, man könnte natürlich auch sagen, ich könnte auch einfach irgendwelche schnellen Aufträge nehmen, aber schnelle Spezialaufträge, der wird mit Sicherheit welche wo viel mehr geben als jetzt hier in diesem Fall, aber dann hätte ich den Truck ja umsonst geupgradet, von daher würde ich dann doch schon lieber mit dem gepimpten Truck was alles machen, wenn es dann halt keine Aufträge gibt, die Abwechslung bieten. Dann ist das halt so, dann fahren wir halt, dann ist das quasi, ist diese Spezialtransportwoche halt so gesehen eine Woche, wo wir das Ganze ein bisschen lehren, dass wir halt immer nur hier für eine Firma fahren, damit wir mehr Erfahrung sammeln, pipapo und das, so, abbremsen, damit wir mehr erfahrener sind für die Zukunft. Dass das quasi so gesehen unsere erste Anlaufstelle ist. Klar fährt man dann eher rechts halten und dann Ausfahrt wahrscheinlich zu Beginn auch eher Strecken, die man die Ausfahrt häufiger fährt. Einfach nur. Damit man nicht allzu sehr überfordert ist, ganz zu Beginn. Und dann geht es jetzt mit Sonnenaufgang wieder auf die E4 war das, Richtung Linköping. Wieder schön mit viel Bling Bling. Verkehr nimmt auch ein bisschen zu, man merkt es. Die Leute werden wach und werden direkt durch unser Bling Bling geleuchtet. Er geleuchtet. Ah, ist doch. Es ist immer wieder fein, die Vorbeifahrt, finde ich. So mit unserem getunten Truck. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oha. Festpalle geht wieder gut los. Nimm die Ausfahrt 100%. Rechts. Lass mich mal jetzt einfach ausrollen. Mal schauen, ob alles wieder rechtzeitig geladen wird. Bevor ich in den Kreisverkehr komme. Ja, hier empfehlenswert. Ist aber noch bei 100%. Ich habe das Gefühl,
Es gibt hier wieder vorm Kreisverkehr einen Game-Absturz. Da gingen die Lichter aus. Okay. Festplatte hat sich wieder beruhigt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Wird wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Booster so gesehen haben, aber. Größtenteils sollte jetzt alles nachgeladen sein. Nimm diese Ausfahrt. Aber wie gesagt, größtenteils. Ja, ob das wirklich alles geladen ist, ist halt wieder, steht wieder in den Sternen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Von der Spur hier abgekommen. So, jetzt halte ich mich wieder ein bisschen links hier, bevor ich nicht gegen die Laternen fahre. Ein bisschen schneller, mehr beschleunigen noch hier hoch. Mehr als eigentlich erlaubt wäre. Wobei, es sind glaube ich sogar gerade 60 noch gewesen. Oha. Ey, wehe Kollege, du fährst jetzt wieder da vorne rein, weil warum auch immer. Sehr schön. Mach da nicht. Zweites Mal. Nimm diese Ausfahrt. Hätte mich auch gewundert, wenn das Problem zweimal passiert und zweimal auftritt. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also manchmal bin ich froh, dass es nicht irgendwie Punkte, also dass es nicht so ein Punktesystem gibt. Beispielsweise bei. Oh, ich glaube, es muss auch von. War das nicht auch von SCS Software? Ich glaube ja. Es gab ja mal Bus Driver. Also von 2000. Boah, lasst mich lügen. Keine Ahnung, 2006, 2008 rum, glaube ich. Irgendwie sowas um den Dreh könnte das gewesen sein. Da gab es ja, da hätte man direkt Punktabzug bekommen und ja, gut. Das war halt auch eher Challenge-Mode-mäßig als Economy. Aber. Aber. Am Kreisverkehr ja. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Dann hätte ich jetzt nämlich auch für jedes Mal, wo ich einfach mal ein bisschen schneller den Berg runter berauscht bin, hätte ich dann wieder, ja, vielleicht jetzt in diesem Fall Geldabzug bekommen oder Erfahrungspunkteabzug. Also Erfahrungspunkte wäre es jetzt in dem Fall gewesen, aber wenn das jetzt hier implementiert worden wäre oder implementiert wäre, wäre es wahrscheinlich entweder Erfahrungspunkte, Geld oder hier Reputation, ne? Und Reputation ist ja schon sehr wertvoll. Wobei bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich bin immer noch bei 4,2. Eine Bewertung von 4,2. Das meinte ich, also die Bewertung meinte ich mit Reputation. Ich denke mal, man wird ja aktuell bei der Reputation auch schon jetzt irgendwie gebremst, wenn man jetzt. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nicht ganz so. Demnächst links ab. Nicht die Fracht nicht so ankommt, wie sie ankommen sollte, oder man zu spät ist. Ich denke mal, dadurch sinkt dann auch die Bewertung. Das ist ja auch in Ordnung. Einer Coverstreifen sogar hier. Auch mal da jetzt einer an der Cover stand. Demnächst rechts abbiegen. Warum auch immer wir jetzt hier für ein Undercover-Fahrzeug benötigten.
steht wieder hier. Die Berichterstattung fürs Fernsehen, für den Spezialtransport, für die Großreifen hier. 200 Kilometer durch Schweden transportiert werden. Geht's hier wieder bergab. Ritaler, der schafft das jetzt sogar doch gerade. Sehr schön. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Er greift sehr spät ein und dann auch eher schlecht als recht, wenn ich jetzt die Cruise Control aktiviert habe. Hab ich sowas das Gefühl. Bin ich doch schon wieder ein bisschen dicht aufgefahren. Mal gucken, vielleicht wohnt da jetzt jemand. Also Platz sollte er jetzt vielleicht sogar haben. Ich muss mich jetzt wieder den Berg hinaufkämpfen. Oder den Hügel. Ich weiß nicht, ob man schon als Berg bezeichnen kann. Auf alle Fälle als Hügel. Aber es kommt kein Verkehr von hinten, der jetzt doch noch mal dringend überholen möchte. Wir müssen halt hinter mir herbleiben und die Langsamfahrt weiter genießen, wenn man so möchte. Gucken, was für ein Level ich dann am Ende des ganzen Events bin. Vielleicht nehme ich auch einfach nur einen nochmal einfarbigen Paintjob. Oh. Mal gucken. Aber erstmal, wieder schöner Flatbed. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Er hält zumindest das Tempo beim Bremsen, aber das ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Und da sind wir auch schon wieder da. Wir sind ja schon wieder am Ziel, Mensch. Also das geht ja immer relativ flott, obwohl wir nicht die volle Geschwindigkeitsbeschränkung ausfahren können, sondern eine standardmäßige Spezialtransportbegrenzung von 60 km pro Stunde haben. Aber ich finde es schön, dass hier auch Begleitfahrzeuge sind, die auch sagen, hier, da musst du lang. So, solche kann man auch eigentlich komplett ohne Navi fahren. Also auch wenn ich jetzt hier im Truck selber, im Dashboard jetzt kein Navi hängen hätte, könnte ich auch die Spezialtransporte easy fahren. Kommen wir jetzt schon wieder an mit der nächsten Ladung. Ich dürfte sogar mit dem Trailer 80 fahren. Auf Landstraßen. Das war eine schöne Fahrt. Oh, war wirklich eine schöne Fahrt. Schön entspannt. Nichts Aufregendes passiert, wie dass das vordere Begleitfahrzeug einfach mal in den vorausfahrenden Verkehr reinbrettert. So, dann machen wir mal die Lichter wieder aus. Und laden die Großreifen ab.
Achievement unlocked, not a big problem. Das war jetzt der dritte Schwertransport offenbar. Ich wundere mich, dass ich den noch gar nichts. Aber scheinbar habe ich auf keinem Profil 3 Aufträge gemacht. Offenbar. Was sagt denn das Achievement allgemein? Komplett. Ja. Ich habe scheinbar keine. Drei Oversized Jobs ohne Damage irgendwie ausgeliefert gehabt. Auf jeden Fall mein Profil. Es gab dafür. Okay, ausgerechnet Spezialtransport erledigt. Gefahrenstrecke 226 Kilometer, Dauer 8,5 Stunden. Braucht der Kraftstoff 136 Liter. Ich habe das Gefühl, es wird immer weniger. Nee, Moment, da war. Ja, doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Hab ich so das Gefühl. Es gab dafür jetzt wieder 8.992 Euro und 575 Erfahrungspunkte. Auftragsmäßig wird es wahrscheinlich wieder genauso unrosig sein wie vorher auch, nämlich no, keine Treffer. Dann leg ich, fahre ich dann auch wieder zum Platz, wo ich in den vorherigen Videos auch schon Pause gemacht habe. Und hoffe da mal, dass ich nicht allzu häufig und nicht allzu lange warten muss, bis den nächsten Auftrag, bis ich ihn annehmen könnte. Es wird ja wieder spannend, ob wir einen Auftrag bekommen oder nicht. Aber, also einen Auftrag bekommen werde ich so wie, auf jeden Fall, aber die Frage ist ja eher, wie lange muss ich auch warten? Das ist ja eher. Und wo die Reise hingehen mag, ob es dann mal Neues wird oder wir auf altbekannten Wegen weiterfahren. Solange es neue Ladungen oder solange es auch andere Ladungen sind, wenn wir immer denselben Weg wieder fahren, dann wäre es ja halb so wild. Ich kann zumindest wieder schlafen. Außerdem muss ich dann irgendwann mal das Spiel länger laufen lassen, damit ich wieder durchschlafen kann. Bis nichts mehr geht. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen von diesem Outrox Simulator 2 Video innerhalb der Eventwoche. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Video der Eventwoche wieder.